Mitten in der Antarktis knallt dieser kleine Pinguin erst gegen ein Boot, doch dann schafft er den Sprung in die Arme seines Lebensretters. Kurz zuvor macht eine Gruppe Orcas Jagd auf den verängstigten Eselspinguin. Mit all seiner Kraft versucht er zu entkommen und springt bei der Verfolgungsjagd zwischen den Touristenbooten immer wieder hilfesuchend aus dem Wasser. Die Touristen beobachten den Todeskampf des kleinen Pinguins. Er ist zwar schnell, doch die riesigen Raubtier-Orcas sind nur ganz knapp hinter ihm. Unter Wasser müssen sich beängstigende Szenen abspielen. Der Eselspinguin nimmt im Wasser Schwung und versucht, aus dem eisigen Wasser in eines der Boote zu springen, doch er schafft es nicht. Dann ein letzter Versuch. Der Pinguin fliegt und schafft es mit der Hilfe eines Touristen. Hier ist er erstmal in Sicherheit. Der Pinguin macht eine kurze Verschnaufpause im Boot bei seinen Rettern. Als die Orcas nicht mehr zu sehen sind, steigt der kleine Pinguin auf den Rand des Bootes, verabschiedet sich von den Touristen und hüpft zurück ins Wasser. Nicht nur für den kleinen Vogel, sondern auch für die Touristen war das ein ganz besonderer Tag. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.